Hallo liebe Rammstein-Zuschauer, ich war heute beim Tag der offenen Tür zu Gast im Taekwondo-Center Rammstein-Miesenbach bei Kim Mark Herzog und seinem kämpferischen Team. Was hier den zahlreichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen so alles geboten wurde, da schauen wir uns jetzt mal an. Zu Beginn stellte sich Kim Mark Herzog vor und erklärte den Kleinen, aber auch den Großen Schritt für Schritt, wofür die Selbstverteidigung sehr wichtig ist und wie man sie am besten einsetzen kann. Ob bei Konfliktsituationen in der Schule oder in der Öffentlichkeit, Gewalt sollte keinesfalls der erste Schritt sein, um ein Problem zu lösen. Ja, die sagen auch, stopp, ich will keinen Streit. Okay? Wenn ich so stehe, wie sieht das aus? Auch steht für Kim Mark Herzog der Spaßfaktor im Vordergrund und nicht nur das Ziel, Kämpferinnen und Kämpfer auszubilden. Wichtig sei es auch, dass Werte wie Respekt, Höflichkeit, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und Hilfsbereitschaft geschätzt und gefördert werden. Bevor es richtig losging mit dem Kickboxen, wurden die Kids noch schnell auf Betriebstemperatur gepusht, um Verletzungen zu vermeiden. Also ehrgeizig waren die Jungs und Mädels schon mal, wie man ja sehen kann. Natürlich nutzte ich trotz vollem Hause die Gelegenheit und fragte mal bei Kim Mark nach, wie viel Bedeutung es für ihn habe, den Kleinen die Kunst der Verteidigung beizubringen. Also für mich ist das was ganz Besonderes, Kindern die Kampfkunst näher zu bringen und zu vermitteln. Was bei uns im Vordergrund steht, ist die Wertevermittlung. Wir wollen jetzt weniger den Wettkämpfer wecken, sondern eher den starken Charakter. Ne? Einen starken Charakter bilden, der eine Persönlichkeit für die Zukunft, der durchs Leben geht, ja, mit Zielen und das Ganze auch vorlebt. Eindrucksvoll demonstrierten Kim Mark, seine Frau und dessen Schützlinge, wie man sich effektiv voll verteidigen und wehren kann, beziehungsweise sollte. Selbstverständlich durften sich dann auch mal die Kleinen unter Beweis stellen und zeigen, wie flink sie schon reagieren können und den Schlag abwehren. Doch wofür ist die Selbstverteidigung eigentlich so wichtig? Kim Mark hat die Antwort. Es wird ja immer gefährlicher, also was man so liest, mit Mobbing, ob das im Kindergarten oder in der Schule schon anfängt, bis auf Übergriffe auf Frauen. Ja. Von daher ist es ein sehr wichtiges Thema, dass man auch weiß, wie man sich verteidigen kann. So schaut es aus. An dieser Stelle auch gerne mal einen Appell an alle Eltern, mal mit ihren Kindern über die möglichen Gefahren im Alltag zu sprechen. Zum Abschluss der Schnupperstunde wurden die Konditionskräfte der Kleinen nochmal auf die Probe gestellt. Und ich darf vermerken, alle haben diese Übung gut gemeistert. Den Jungs und Mädels hat es gefallen und auch das familiäre Publikum war von der kleinen Trainingsstunde begeistert. Anschließend war Kim Marx sofort von Gesprächspartnern umzingelt und gab fleißig Rat und Antwort. Viele andere aber auch waren schon so begeistert und überzeugt, dass sie gleich das Anmeldeformular für ihr Kind im Taekwondo-Center ausfüllten und unterzeichneten. Was das Team sonst noch so alles anbietet, das hat uns mal Kim Mark noch schnell aufgezählt. Wir bieten Kampfkunst für 3- bis 5-Jährige an, für Kinder. 6 bis 8 Jahre, 9 Jahre, das Ganze ist Taekwondo, was wir unterrichten. Aber nicht reines Taekwondo, also wir mischen schon und holen so das Beste aus allen Kampfkunstarten raus. Dann genau das Gleiche haben wir natürlich auch für Erwachsene. Und wir bieten dann auch noch Kickboxen bzw. Fitness-Kickboxen für Erwachsene an hier. Dem ist nichts mehr hinzufügen und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann verfolgt einfach Rammstein TV, denn wir haben noch so einiges mit euch geplant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.